Das muss ich mir ansehen. Das sind Schaumstoff, die Mikroben. Die kehren das Futter schnell ganz nach oben. Schaumstoff, die Mikroben. Die nichts anderes tun als rumzutoben. Schaum wäre gerne ganz normal. Ohne Stress und Hektik, das wäre ideal. Aber Titus, Obus, Wusch, Clio und Iggy sind manchmal die reinste Epidemie. Chaos herrscht bei Tag und Nacht. Die Mikroben ziehen in die Schlacht. Doch es wird auch viel gelacht. Und am Ende hat's auch Spaß gemacht. Das sind Schafhals, die Mikroben. Wir kennen das Unterste. Gebt ihr jetzt endlich mal Ruhe, bitte! Hat schon gebrochenen Kopf? Wieso zuckt denn sein Körper so? Vielleicht will er sich ja selber mit dem Hintern ins Gesicht sprengen. Baum, badam, bam, 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 bam. Da hat sich ein Transistor. Ja! Nur wenige, zu denen ich zähle, kennen den Unterschied zwischen Transistoren und Dioden. Und nicht nur du. Transistoren sind Röhren und Röhren. Und Dioden sind wohl der gesagt Dummköpfe. Ich erhebe Einspruch. Oh, oh, Transistoren überladen. Das war You Make Me Sick von Infection. Und das sind Death Muffin mit Bite Me auf 87,9 Hertz. Dieser Sender rockt. Schirm, es wird bald Zeit für die Kompostausstellung. Was? Ich sagte, es ist nun bald Zeit für die Kompostausstellung. Was, jetzt? Ja, jetzt. Oh. Wir müssen zu Fuß zum Hotel Peru. Du musst mir beim Transport helfen und auf den Stand aufpassen. Was ist mit dem kleinen Mädchen, das so tut, als ob es Teil dieser Familie wäre? Kann die dir nicht helfen? Du hast doch nicht etwa den Namen deiner Schwester vergessen, Schatz. Glaub mir, Mama, ich hab's versucht. Ich hab's schon so oft versucht. Nein, ich meine, soll ich nicht auf sie aufpassen während der Ausstellung? Mm-mm. Ich hab schon einen Babysitter für Skelly heute Nachmittag. Opa. Die Quadratwurzel aus DNS fakturiert mit. Hey, Opa, das ist echt voll cool. Weil das ist mein Kopf und der sitzt auf dem Käfer drauf und das ist voll cool. Ah, tolle Show, mein kleines Mädchen. Hm? Aber heute ist Samstag und den will ich mir bestimmt nicht mit einem Haufen Müll vollmüllen. Na schön, wenn du wirklich nicht mitkommen willst, werde ich dich nicht dazu zwingen. Ich habe so hart gearbeitet, geschuftet habe ich wie eine Wilde im Gewächshaus, damit der Kompost perfekt wird. Und du all diese schönen Blumen in unserem Garten. Ist ja gut, ich komme mit. Danke, mein Schatz, dafür hast du was gut, versprochen. Ich hasse es, wenn sie mir so kommt. Hey, ihr Rocker, Rock'n'Roller und Rockfans, nicht vergessen. Heute geben die Mitglieder von Pink Sludge Autogramme im Hard & Heavy CD-Shop. Gleich gegenüber vom Peru Hotel. Hast du das gehört? Wir sind hier Pink Sludge mit ihrer neuesten Heavy-Metal-Explosion Stinky. Das ist direkt gegenüber von Mamas Kompost-Show. Ich stehe voll auf Pink Sludge. Obers mag, wenn Matsch zwischen Füße matscht. Ja, ja, ja. Yeah. Ich liebe Matsch zu Sonnenuntergang, wenn alle Fliegen sich von den Zuckerhaufen erheben und nach einem Land. Wir reden hier nicht über Matsch, ihr Spinnermilben. Hey! Aua! Sondern wir reden über Pink Sludge. Hey, pass auf, du Blödel. Wir sind Mikroben und wir kennen uns mit Matsch aus. Und das ist kein dämlicher, degenerierter Deppenkrach. Hey, vielleicht sollten wir Schirm zu seiner Komposternte begleiten. Nur für den Fall, dass er den Kompost mit dem Matsch durcheinander bringt. Niemand mit klarem Verstand würde Kompost mit Matsch verwechseln. Genau, deswegen erkennt man dich auch so schnell. Und zwar immer und überall. Nichts da. Das ist meine große Chance, Pink Sludge zu treffen. Und die werdet ihr mir nicht ruinieren. Armer Schirmi, Schatz. Der Transistorkrach muss sein Hirn verwirrt haben. Unser Rocker sucht nach Matsch da, wo es überhaupt keinen gibt. Das Weichei macht sich wie immer voll zum Idioten, wenn er rumrennt und Matsch als Sound bezeichnet. Nein, er ist kein Idiot. Okay.
Okay, passt mal gut auf. Wir haben einen Blödel, der nicht mal ein Mindestmaß Ahnung von Matsch hat. Da werden wir uns wohl einmatschen müssen. Hier, Schirm, mein Schatz. Ich finde raus, wo wir hin müssen. Ja, ja, Exponate. Oh, was richtig raus. So, du hast also gedacht, du könntest uns loswerden, hä? Du Ersatzrocker. Was macht ihr denn hier, um Gottes Willen? Nicht angucken. Schirm, mein Schatz, Schirm. Es ist hier entlang und red nicht mit dem Dünger. Das wirkt befremdlich. Ach, ich liebe diesen Geruch. Denkt besser noch nicht mal dran abzuhauen. Ihr bleibt in der Schubkarre, bis wir an unserem Stand sind. Kapiert? Dann kann ich euch in Ruhe verstecken, ohne dass es jemand merkt. Vergiss es, du Kompostknecht! Oh nein, das... Schatz, ich habe unseren Stand gefunden. So sieht das doch gut aus. Ah ja, so, ich werde mir mal die Ausstellung ansehen. Du bleibst hier und passt auf den Stand auf. Oh! Halt doch mal still, was soll denn das, Wusch? Komm sofort her! Was wird denn da? Hey! Ihr geht jetzt da rein! Sofort! Ich hab keine Zeit für sowas! Ich muss jetzt Pink Sludge sehen! Boah, Mama, ich war's nicht. Ich meine, ich wollte doch nur... Lass dich ansehen. Das ist ja wunderbar. Dich hat also auch das Kompostfieber gepackt. Trägst du den Lama-Dung für mich an den Stand? Oh, Mulch! Was ist das hier? Hat sich einer eingekackt? Guck mal, der Bauernlümmel da. Hey, Alter, ist da irgendwas gestorben in deinem Beutel? Oh, wir reparieren das wohl besser. Pink Sludge, yeah, rock on! Ich bin euer größter Fan. Unterschreibt ihr hier für Sherm? Oh, Mann, tut mir echt leid. Hey Mann, du stinkst so übel, du könntest einer von uns sein. Voll dich stinkst. Ich bin hier, du gehörst zu uns. Oh, ich bin geadelt. Vorbläst auf. Weia! Heilige Handfeger! War so abgefahren! Hallo! Ja, mein Schatz. Dem Himmel sei Dank. Ach, ich bin ja so froh, dass es meinem Schatz die Hasimausi gut geht. Alles klar, Mama. Mir geht's ganz hervorragend. Wow, böse Sache.
Oh, das ist ruiniert. Alle Ausstellungsstücke und Wettbewerbsbeiträge. Nichts konnte gerettet werden. Ach ja, tut mir leid. Ich habe deinen Beutel von vorhin verloren. Den mit, Schirm, Alter! Schätzchen, kennst du diese, Leute? Ja, mein Freund, das hast du vorhin im Laden vergessen. Oh, danke. Kein Problem, da sind Autogramme drauf. Also, wir sehen uns. So, du lügst mich also nicht nur an und schleichst dich weg, sondern du lässt auch noch den Beutel mit bestem Dung bei diesen, was weiß ich, was für Typen. Mama, das sind Pink Sludge. Einfach die coolste Band überhaupt. Ich weiß, wer sie sind. Weißt du noch, dass ich dir gesagt habe, du hättest was gut, wenn du mir heute hilfst? Tja, und als Belohnung dafür habe ich dir die hier gekauft. Wow, ich glaub's nicht. Backstage-Pässe mit unbeschränktem Zutritt für Pink Sludge. Und sie sind laminiert. Aber da du den heutigen Abend zu Hause verbringen und darüber nachdenken wirst, was du getan hast, brauchst du die wohl nicht mehr. Oh. Hey, was ist eine Backstage? Und unbeschränkter Zutritt? Und was heißt laminiert? Oh, oh, das ist ein hermetisch versiegeltes Objekt, das so vor Schäden geschützt wird. Ja, ja. Ich will jetzt zu Pink Sludge. Ich muss jetzt zu Pink Sludge. Hey, Vorsicht, Junge. Mach dich vom Acker. Ohne Backstage-Pass kommst du hier nicht rein, Mann. Du okay, du verschwinde und du okay. Und jetzt du nicht okay. Egal, geh rein. Du verschwinde und du okay, du bist okay. Und du verschwinde. Du meinst also, Pink Sludge ist eine Rockband? Mann, ich sag euch, wenn das Matsch ist, dann ist das echt übel.